Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster in unserem Park. Heute möchte ich den Bereich hier großmöglich abschließen. Hier setzen wir noch ein Dach drauf. Und dann würde ich sagen, ist das hier... Ja gut, hier haben wir noch diesen Krempel, den wir noch ein bisschen schöner irgendwie hinlegen müssen. Vielleicht stellen wir hier noch ein, zwei Mitarbeiter hin, aber dann würde ich den Bereich fertig machen. Und dann kümmern wir uns mal um die Straße und hier würde ich gerne dran arbeiten, dass wir hier diesen Eingang gestalten, den ich hier machen möchte. So ein Tunnel, aus dem man rauskommt. Und dann fangen wir am besten auch direkt an. Fangen wir mit dem Gebäude. Setzen da jetzt mal das Dach drauf. Dächer, Flachdach. An sich sollten wir da auch Beton nehmen, ne? Raumbeton oder glatten? Eigentlich eher den glatten. Wo ist der denn? Da. Bisschen rein. Machen wir das hier nämlich schnell zu. Da muss ja, da müssen wir jetzt nicht dran aufhalten, innen auch noch was zu gestalten. Könnte theoretisch. Nee, das wird aber nicht passen, ne? Ich dachte gerade hier von so hier hinten noch ein Fahrgeschäft da reinquetschen. Aber es soll ja wirklich. Eine Lagerhütte sein, ne? So. Dann haben wir das Dach da drauf. Jetzt gibt es doch diese, ne? Air Conditioner, wie heißt denn das? Fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Hier diese Belüftungsgedönsen. Oh, hier können wir auf jeden Fall noch Licht gebrauchen. Es ist ein bisschen arg klein. Blutlichter. Wie kommen die denn an? Ja, kann man eigentlich machen, ne? Jetzt Beleuchtung. Die Fahrzeuge haben alle auch noch gar keine Räder. Hey. Aber das ist gar nicht das, was ich jetzt wollte. Bei Flaggen ist es nicht, bei Diverses könnte es sein. Ja, hier, das Klimaanlage. So heißt das nette Ding. Die können wir hier oben drauf setzen. So. Und dann gibt es da auch oft auf dem Dach solche Propeller-Ventilator-Gedöns-Dinger. Wie hier sowas in die Richtung? Ja, genau, so stelle ich mir das vor. Wenn man das umfärbt, könnte man das zweckentfremden. Grau. Auch grau. Und schwarz. Das kann man nehmen, das finde ich gut. Ist akzeptabel. Kann man so machen. Sehr schön. Okay. Dann ist das unsere Dachdeko. Oh, meistens. Oh, warte. Das möchte ich auch noch machen. Ist da doch nochmal so ein Dach, sag ich mal, drauf.
Um so ein Treppenhaus halt, ne? So. Da hauen wir jetzt auch noch eine Tür und ein Fenster dran. Mal, wie schnell das hier geht. Zack, zack, zack. Bauprofis. Winkelausrichtung bitte an. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Tür dafür ist. Die sieht besser aus. Und ein Fenster. Ich wollte das drücken. Ich wollte das nämlich hier so seitlich haben. So. Doch, das geht. Das ist okay. Sehr schön. Haben wir das doch auch fertig. Nice. Gut, 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 gut. Dann kümmern wir uns jetzt hier mal um die Fahrzeuge. Wo haben wir die Reifen? Es gibt auch ein eigenes Segment, genau hier, für die Fahrzeuge. War. Zenit war kaputt. Ah! Du bist in dem Gebäude mit drin? Okay. Zenit war kaputt. Wir können uns nicht mal 3 Dollar Reifen leisten, aber die sind auch viel zu groß, ne? Ja, die sehen besser aus. Ja, dann warten wir eben wieder auf Geld. Aber hier haben wir auch Lädenverkäufe. Die Betriebskosten für die Läden sind höher als die Lädenverkäufe. Da müssen wir mal durchgucken. Okay, wir haben aber auch 10 Milliarden Läden. The Madness hat den Status Klassiker erreicht. Okay. Gehen wir mal durch. Gehen wir sie mal alle durch. Also der Verkaufs. Ach ja, es ist nur der Automat. Der macht ein bisschen Profit. Können wir mal überall ein bisschen mehr nehmen. So. Le Vin. Du machst auf jeden Fall keinen Profit. Nehmen wir auch mal überall ein bisschen mehr Geld. Gelateria. Kommt eigentlich gut an, macht auch Profit. Die Information macht ein Plus-Minus-Null-Geschäft, ne? Achso, ne, der ist ja geschlossen. Genau, die beiden sind geschlossen. Ist auch in Ordnung, aber du machst miese dann trotzdem, oder? Oder nicht? Nee. Nee, machst du nicht. Okay. Dann der Verkaufsautomat. Du machst auch miese. Könnten wir dich vielleicht abreißen? Können wir dich abreißen? Pass auf. So. Was haben wir dann noch? Pipshot Water. Der Laden ist nicht besetzt. Haben wir nicht genug Mitarbeiter oder ist der einfach gerade in der Pause? Das müssen wir gleich noch beobachten. Die Informationen hier vorne. Ja, die sind natürlich. Toll, was ist mit meinen ganzen Mitarbeitern hier? Optischer halber hätte ich die halt gerne offen. Ne, das ist halt jetzt so ein Optik-Ding.
müssen wir einfach mal so mitleben. Was haben wir hier? Missy Good, warum machst du keinen Profit? Gehen da nicht so viele Kunden hin oder was ist hier das Problem? Wulpi Soda macht Profit, sehr schön. Cosmic Cow Milkshake macht auch Profit. Brauchen wir auch nichts weitermachen. Der Kaffee. Müssen wir auch mal ein bisschen mehr Geld einnehmen, bitte. Kaffee macht aktuell keinen Profit. Chief Beef macht Profit. Sehr schön. Looney Baloo macht minimalen Profit. Komm, dann nehmen wir mal 20 Cent mehr pro Luftballon. Da. Just a Momento. Gar kein Profit. Wollen die Leute einfach nichts kaufen oder? Der Verkaufsautomat hier hinten. Der macht Profit. Das finde ich sehr schön. Nehmen wir aber trotzdem mal ein bisschen mehr. Die Informationen, ja, wie gesagt, die lassen wir. Wir haben aber auch eine Menge Läden, ne? Hat's Fantastic. Stimmt, da hatte ich eingestellt, was für Hüte es zum Kaufen gibt. Achso, nee, das kann man einstellen, ne? Krone Pia. Piratenhut ist hier eigentlich Quatsch. Wir haben keinen Piratenbereich hier. Baseballkappe ist okay. Wir haben im Moment einen Sci-Fi-Bereich, das stimmt. Wir haben aber keinen Cowboy-Bereich. Was? Spezialeffekt Baseballkappe ist okay. Dann können wir im Moment Elfen und Rentiere verkaufen. Es ist Weihnachten. Sam, gruseliger Schädel, Krokodil, Steinhut, Polizeihut ist okay. Ektoschutzbrille von mir aus. Propellerhut finde ich lustig. Zuckerschädel, Kronhut, Walkürenhut. Okay, lassen wir mal die Hüte. Und Information. Ach, haben wir noch eine. Ja, gut, lassen wir, wie gesagt, auch erstmal so. So, ist jetzt bei dem Shop. Ja, der ist jetzt besetzt. Sehr gut. Servicegebäude. Oh, die Toiletten, ne? Dann nehmen wir vielleicht doch ein bisschen mehr Geld für. Ist der geschlossen? Weil wir wahrscheinlich zu viel hatten, deswegen habe ich die geschlossen, ne? Warte mal, du machst mehr Miese. Schließe ich dich auch mal. Dann haben wir hier immer noch den. Dann haben wir hier hinten den. Den würde ich auch lassen. 136 Gäste. Dann den hier hinten lassen wir auch auf jeden Fall. Dann haben wir Erste Hilfe. Ganz hier vorne. Der ist wahrscheinlich nicht nötig. Ach, da nehmen wir auch gar kein Geld für, ne? Nee, das finde ich aber auch nicht in Ordnung. Bei Dollar, mal gucken. Da macht zumindest vielleicht der hier Profit. Und der Geldautomat, da können wir vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Dafür, dass ihr den benutzt. So, was haben wir denn da? Den Greifautomaten. Gewinnchance. Erhöhen wir mal. Die Leute nicht so gefrustet sind. Dafür nehmen wir aber mehr Geld. So. Hotels haben wir nicht, Restaurants haben wir noch nichts.
Aussichtspunkte haben wir auch nicht. So, paar Geschäfte. Die machen eigentlich alle Profit bis auf den Zenit. Warum nicht? Oder liegt das am Ausfall, den wir hatten? Das kann natürlich auch sein. Aber an sich machen sie alle Profit. Nicht viel, aber Profit. Gucken trotzdem mal alle durch. Solange Vardini ist wirklich preiswert. Okay, dann könnten wir hier auch ein bisschen mehr Geld nehmen. Zentrum. Ist wirklich preiswert. Finde ich gut, wenn ihr die alle sehr günstig findet. Dann nehme ich natürlich gerne mehr Geld. Ist wirklich preiswert. Hey! Das Karussell ist wirklich preiswert. Madness. Warteschlange ist voll, solange warte ich nicht. Okay. Können wir da auch ein bisschen mehr nehmen? Vielleicht stellen sich dann weniger Leute an. Iron Horse. Jetzt müssen wir wählen die einzelnen Stationen. Bad ist auch sehr preiswert. Dann nehmen wir da doch auch mehr. Genauso wie die Station 8. Wie, die kostet nur 2. Dann machen wir da mal 4. The Cube. Ist preiswert. Das höre ich sehr, 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 sehr gerne. Und Zenit. Solange warte ich nicht. Ich will mit Zenit fahren. Gut, da ändern wir dann erstmal nichts an dem Preis. Okay. Was sagt denn unser Personal? Er fühlt sich wohl. Alles ist gut. Dann belassen wir es dabei auch. Du bist auch happy. Du bist einfach nur erschöpft. Aber Gehalt ist zufrieden. Haben wir irgendjemanden, der nicht zufrieden ist? Da müssen wir jetzt mal drauf achten. Ob dieser Smiley im unteren Bereich ist. Erholung ist was anderes. Aber das sieht doch gut aus. Mensch, unsere Mitarbeiter sind mega happy. Geht du nicht ganz so? Warum? Die Stelle ist wie für mich geschaffen. Ich bin mit meinem Gehalt zufrieden. Ja, warum ist denn dann hier... Aber gut, vielleicht hast du heute einfach einen schlechten Tag. So. Sehr schön. Die Mitarbeiter sind happy. Der Park läuft. Sehr, sehr schön. Okay. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Wir haben nämlich auch wieder Geld. Also basteln wir an unserem Vorhaben weiter. Sowas wie Parkverwaltung muss zwischendurch halt auch mal sein. Können wir da... Ja, können wir eine Doppelbereifung machen, sonst sieht das nämlich sehr komisch aus. So. Ey, warum geht das denn nicht von hier hin? Ach, Mobbing. Hallo. Hier ist die Seite, ist mir auch egal. Wieso? Wo snappst du denn dran? Da haben wir es. Sagen, ich bin irritiert. Warum geht das denn nicht? Okay, und hier brauchen wir aber größere Reifen. Können wir die doppelten nehmen? Hallo? Wo ist der andere Punkt? Nicht zu dem anderen Gebäude hinzufügen. Ich möchte hier an dem Wagen snappen. Was ist denn dein Problem? Danke. Meine Güte. Oh, dann brauchen wir noch einen einzelnen Reifen. So. Haben die Fahrzeuge nämlich jetzt auch Reifen?
Sehr schön. Haben wir das wenigstens auch geschafft. Fertig. Jetzt hätte ich gerne, das machen wir jetzt noch, Straßenbeleuchtung. Und zwar die Standard-Straßenlaternen. Da sind sie doch. Die können wir jetzt hier noch überall hinsetzen. Und hier so an jeden zweiten oder dritten Strich. Dritte ist eigentlich ausreichend, ne? Ja, passt jetzt auch gut hier mit der Brücke. Da haben wir theoretisch noch nichts. Auf dieser Seite können wir auch das weiter verlegen. Haben wir hier wieder so eine schöne Ecke. Wo waren die? Diverses wahrscheinlich. Bitte? Ich möchte mich nicht wieder doof und dämlich suchen müssen. Natürlich den von gegenüber jetzt einfach kopieren. Rüberziehen. Drehen. Wäre mit Sicherheit schneller. Nein, da haben wir ihn. So. Müssten wir das eigentlich auch machen, ne? Winkel haben wir an. Ist ein bisschen höher als das, was die Leute da wirklich laufen. Ist egal. So. Ziehen wir jetzt hier auch noch einmal rüber. Oder machen wir das auf dieser Seite? Ich weiß nicht, irgendwie. Ist ja schon passend, ne? Aber ganz so gefallen tut es mir halt noch nicht. Ich lasse es erstmal so. Es passt halt schon, ne, zu der Straßenoptik und so. Und wie wir das dann hier machen, überlege ich dann noch. Vielleicht legen wir hier den Weg auch ein bisschen anders, dass der parallel zu dieser Straße, sag ich mal, läuft. Was wir dann hier hinsetzen, um das zu kaschieren. Und hier noch. Gucken wir dann. Okay. So lassen wir es jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, sind wir mal wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.